WDR Zeitzeichen. Stichtag heute. 6. September 1957. Das erste Antidepressivum wird vorgestellt. Ich hatte einen wahnsinnigen Bewegungsdrang. Also hinsetzen war gar nicht. Die Depression ist eine der schlimmsten Erkrankungen, eine der fürchterlichsten Erfahrungen, die ein einzelner Mensch haben kann. Ja, mir wurde das einfach immer klarer, dass ich das einfach nicht mehr packe. Weder körperlich noch mental. Und ich konnte nicht mehr. Ich schaffe es. Ich bin ja seit 1992 in der Arbeitsmedizin. Und da gab es von vornherein zwei Themen. Das eine war Volkskrankheit Rücken und das andere war Volkskrankheit Psyche, Depression. Und zwar Rücken erstens und Psyche zweitens. Ja, das hat sich seit Mitte der 90er Jahre gedreht. Und seit 2005, 2006 rum ist das eigentlich eskaliert. Ich schaffe es nicht mehr, dachte Alexander Wendt im Jahr 2014. Ground Control to Major Tom. Genau diese Liedstelle kreist erbarmungslos durch seinen Kopf. Ground Control to Major Tom. Gejagt von zermürbenden Grübelschleifen. Take your protein pills and put your helmet on. In dieser letzten Episode hatte ich gesagt, wenn ich wüsste, dass dieser Zustand so anhalten würde, dann hätte ich nicht mehr weiterleben wollen. Ich treffe ihn an einem seiner Lieblingsplätze im Berliner Tiergarten, am Global Stone Kunstprojekt, direkt neben einem tonnenschweren roten Felsen aus Quarzsandstein. Die glattgeschliffene Projektionsfläche des Steinkoloss, den Sommerwind, das Treiben der Kinder- und Touristengruppen, all das habe er nur noch dumpf und verschwommen wahrnehmen können. Der Gang in die Klinik war wirklich etwas, was mich dann richtig gefreut hat. Und es war großartig, dieses Medikament zu bekommen, was mir deutlich geholfen hatte. Ich habe dann gesagt, oh, jetzt wird es jeden Tag ein bisschen besser. So war es auch. 5,3 Millionen Deutsche erkranken in einem Zeitraum von 12 Monaten an einer unipolaren Depression, so eine aktuelle Studie des Robert-Koch-Instituts. Das sind mehr als 8% der deutschen Erwachsenen. Pro Jahr werden 1,4 Milliarden Tagesdosen Antidepressiva in der Bundesrepublik verabreicht. Laut internationalem Klassifikationssystem ICD-10 sind die Hauptsymptome Traurigkeit, Interessenverlust und oder Antriebsschwere. Tatsächlich aber ist es eine facettenreiche und behandelbare Krankheit, so Professor Dr. Ulrich Hegerl von der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Depression ist eine Erkrankung, die natürlich auch das Gehirn betrifft. Depression geht immer mit Schuldgefühlen einher, auch mit Hoffnungslosigkeit. Deswegen haben die Menschen in der Depression das Gefühl, ich selber bin ein Versager. Und deswegen fällt es ihnen oft schwer, Hilfe anzunehmen. 30 Jahre lang versucht Alexander Wendt, seine Krankheit zu kaschieren, sie mit viel Arbeit, Sport und Alkohol zu betäuben. Seine vierte schwere Episode veranlasst ihn zu einem neuen Weg. Antidepressiva, Psychotherapie, Musik und selbstentwickelte Tricks helfen. Er tauft seine Krankheit Miststück, so wie Winston Churchill die seine als schwarzen Hund bezeichnete, und will sich diesem Monster stellen, es auf Distanz halten. Mit seinem Buch »Du Miststück« geht er an die Öffentlichkeit. Dass man gerade in der Rückenklinik war, kann man problemlos beim Empfang des Bundespräsidenten erzählen. Dass man in der Psychiatrie war, eher nicht. Dieses Grundgefühl, ich kann immer noch über meine eigene Person bestimmen, das ist essentiell. Wenn Sie dann glauben, Ihre ganze Autonomie rutscht Ihnen aus den Händen, dann wird es richtig schlimm. Damit Scham und Schuldgefühle zu Staub zerbröseln, schreibt er, braucht jeder einen historischen Atlas der Depression. Von der Antike bis hin zur Entdeckung der ersten Antidepressiva. Schon Hippokrates hat in seiner Publikation über Melancholie geschrieben. Melancholie heißt ja Schwarzgalligkeit. Die schwarze Galle, die kann warm sein. Dann ruft sie Heiterkeit und Sangesfreude hervor. Das erinnert an die Manie. Oder sie kann kalt sein. Dann Traurigkeit, das ist dann wie die Depression. Die schwarze Galle muss gereinigt werden, heißt es im Corpus Hippocraticum. Wurzeln der Christrose sollen abführend wirken, Honigwasser oder Bilsenkraut Erbrechen herbeiführen, kalte Speisen die innere Hitze mildern, Wein und Geschlechtsverkehr besänftigend wirken. In der Antike erfahren Melancholiker eine erste philosophische Aufwertung. In vielen Dingen überragen sie die anderen.
Die einen durch ihre Bildung, die anderen durch künstlerisches Können oder politische Wirksamkeit. Deshalb sind alle Melancholiker außergewöhnlich. Der Arzt Christian August Herzroth führt 1818 den Begriff Depression ins Deutsche ein, sowie die Idee, dass die Erkrankten gottlos und damit schuld seien und ein böser Geist in ihnen wache. Im Laufe der Geschichte wandelte sich die Melancholie also von einer normalen körperlichen Krankheit über den Ausdruck von Genie und Größe bis hin zu einer Kraft des Teufels. Wenn man sich da anschaut, wie Depressive weggesperrt worden sind in Irrenanstalten, die da teilweise an Ketten gelegt worden sind, die man auf Drehmühlen geschnallt hatte, denen man Nesselschnüre unter die Kopfhaut gezogen hatte, zum Dauerbaden gezwungen und so weiter. Eine Mischung aus Wegsperren, Quälerei und Medizinstudentenscherzen. 1882 unterscheidet der Psychiater Emil Kräpelin erstmals die Diagnosen Dementia praecox, die Schizophrenie, von manisch-depressivem Irresein und legt mit seinem Buch über die Beeinflussung einfacher psychischer Vorgänge durch einige Arzneimittel einen Grundstein für die Psychopharmakologie. Er spaltet mit einem kleinen Apparat eine Tablette dreimal und reicht mir einen Splitter mit 2,5 Milligramm Wirkstoff. Bisher, so versichert mir der Pfleger, habe sich noch für jeden das richtige Psychopharmakum gefunden. Das gefällt mir, eine Mischung aus Fluor, Kohlenwasserstoffen, Stickstoff und Sauerstoff, verpackt in ein kalkweißes Trägermittel. Die Vorstellung, dass eine chemische Substanz Verhalten und Gemüt eines Patienten beeinflussen könnte, scheint lange abwegig. Bis 1953 eine Substanz namens Chlorpromazin eine bahnbrechende Wirkung bei schizophrenen Patienten zeigt. Die Droge wirke sicherer und vielseitiger als der Elektroschock und habe geringere Nebenwirkungen als der Nervenschnitt im Gehirn, schreibt der Spiegel. Chlorpromazin ist eine Revolution in der Psychiatrie und ein enormer wirtschaftlicher Erfolg, was Ärzte und Pharmaunternehmen animiert, weitere Medikamente gegen Schizophrenie zu suchen, so der Medizinhistoriker Dr. Peter Ansari. Da kommt dann eben die Firma Geigy ins Spiel, die heute als Entwickler des ersten Antidepressivums gilt. Die hat dann eben geschaut in ihren Keller, ob sie nicht noch Substanzen haben, die patentrechtlich als Eigenentwicklung kommen können und ob man mit diesen Medikamenten genauso gute Erfolge erzielen kann wie mit diesem anderen Medikament von 1953. Auch der Schweizer Psychiater Roland Kuhn träumt von einem Erfolg. Als damals stellvertretender Klinikchef der Irrenheilanstalt in Münsterlingen am Bodensee ist er bereit, eine Testsubstanz von Geigy an seinen schizophrenen Patienten zu erproben. Ohne Erfolg. Geigy zeigt ihm daraufhin eine Liste mit 40 weiteren chemischen Verbindungen. Er entscheidet sich für ein Molekül mit 3 Ringen in der Struktur. Noch ahnt er nicht, dass diese Substanz als erstes trizyklisches Antidepressivum in die Geschichte eingehen wird. Bei seinen schizophrenen Patienten zeigt sie nicht den gewünschten Effekt. Einige wirken aber auffallend angeregt. Insbesondere war da der Fall von einem Patienten, der nur mit einem Nachthemd bekleidet, laut singend die Psychiatrie verlassen hat auf einem Fahrrad. Und da hat er gesagt, man sollte dieses Medikament bei Menschen mit allen psychischen Erkrankungen ausprobieren, auch mal bei depressiven Patienten, weil das scheint ja ein erstaunlicher Effekt zu sein. Schließlich erstellt Kuhn eine Studie bei 300 depressiven Erkrankten, von denen 40 eine Besserung zeigen, notiert er. Das sind gerade einmal 12%, doch das reicht Kuhn und Geigy, um zu verkünden, dass sie das erste Antidepressivum entwickelt haben. Am 6. September 1957 stellt Roland Kuhn auf dem 2. Weltkongress der Psychiatrie in Zürich sein Präparat Imipramin vor. Jeder kannte Depressionen, aber dass es da wirklich ein Mittel geben könnte, was wirklich diese ganzen individuellen Verirrungen und Verwirrungen auflösen kann, das war eigentlich für die meisten unvorstellbar. Tatsache aber ist, Roland Kuhn hat als erster die antidepressive Wirkung von Imipramin beschrieben. Über Citalopram erklärt mir der Pfleger, gäbe es dreierlei zu sagen. Bei manchen schlage es sofort an, bei manchen wirke es erst nach Wochen. Wieder andere merkten gar nichts. Grundsätzlich sollte der Wirkstoff den Stoffwechsel an den Synapsen wieder anschieben. Auf seiner Recherchereise trifft Alexander Wendt auch den Chemiker und Mediziner Professor Dr. Dr. Florian Holzbohr. 25 Jahre hat er das Max-Planck-Institut für Psychiatrie geleitet. Wir haben 1 Billion Nervenzellen in unserem Gehirn und darum herum sind noch einmal die 10-fache Anzahl von anderen Hirnzellen. Alle diese Zellen stehen auf höchst komplizierte Art und Weise über tausende und abertausende Verknüpfungspunkte miteinander in Wechselwirkung. Das ist eine
Unendlichkeit etwas Unverständliches. Wir werden nie das Gehirn in seiner Gänze verstehen, sondern immer nur kleine Teilaspekte, wie ich das bei der Depression zu tun versuche. Sicher ist, so Florian Holzbohr, die Depression ist eine Erkrankung des Gehirns, bei der die Funktion sogenannter Neurotransmitter oder Botenstoffe gestört ist. Das sind kleine chemische Moleküle wie Serotonin und Noradrenalin, die als Signalvermittler zwischen den Nervenzellen im Gehirn tätig sind, im sogenannten synaptischen Spalt. Genau hier setzen Antidepressiva an. Hier haben sie die Funktion, dass sie die Konzentration dieser Botenstoffe an den Stellen zwischen den Nervenzellen verändern. Sie verändern Hirnfunktionen, ohne dass man das im Detail bisher verstanden hat. Jedes Gehirn ist anders. Jedes Gespräch, jede kleinste Wahrnehmung führt zu Veränderungen. Das erklärt, warum Psychotherapie wirksam ist. Das erklärt möglicherweise auch, warum Patienten sehr unterschiedlich und 25-30% gar nicht auf die Präparate ansprechen. Ein Nährboden für kontroverse Standpunkte. Dr. Peter Ansari zählt sich nicht zu den vehementen Gegnern von Antidepressiva, fordert aber eine engmaschige ärztliche Aufklärung und Begleitung. Es bringt wenig, wenn man dauerhaft ein Medikament gibt und es tut keine Wirkung. Die nehmen eifrig die Medikamente, merken, es wirkt nicht, glauben, sie sind die Einzigen, bei denen es nicht wirkt, und dann töten sie sich halt. Also das ist wirklich ganz tragisch. Die aktuelle S3-Leitlinie zur Behandlung von Depressionen stützt ihre Empfehlung auf wissenschaftliche Studien. Demnach wird bei einer leichten Episode einer kognitiven Verhaltenstherapie der Vorzug gegeben. Bei einer mittleren oder schweren Episode wird eine medikamentöse Behandlung bestenfalls in Verbindung mit Psychotherapie dringend empfohlen, auch wenn Patienten zögerlich sind. Die Skepsis ist in Deutschland besonders groß. Große Sorge ist, man wird abhängig. Hier muss man sagen, dass es keinen Drogenschwarzmarkt für Antidepressiva gibt, dass die Gesunde nicht high machen und dass es da auch keine Neigung zur Dosissteigerung gibt. Man muss die Medikamente aber ausschleichen. Imipramin ist heute noch auf dem Markt. Roland Kuhn wurde 1997 als Entdecker der Antidepressiva geehrt. Der erhoffte Nobelpreis bleibt ihm aber verwehrt. Das erklärt sie mit seiner Persönlichkeit. Er hat da in seiner Psychiatrie Versuche gemacht. Er hat sich gar nicht richtig für die aktuelle Forschung interessiert und hat dann immer darauf bestanden, dass es ganz großartig ist, dass er alles ohne Doppelblindversuche und ohne Studien und ohne Zählen, ohne Statistik gemacht hat. Und das wirkte eben auf die Forscher merkwürdig. Kuhn stirbt 2005 im Alter von 93 Jahren. Nach seinem Tod wird der Verdacht laut, dass er seinen Patienten ohne deren Wissen Medikamente verabreicht habe, auch Kindern, Jugendlichen und Schwangeren. Der Schweizer Kanton Thurgau hat deshalb eine intensive Aufarbeitung durch neutrale Historiker in Auftrag gegeben. Als kritischer Journalist und Redakteur des Fokus sieht Alexander Wendt durchaus düstere Kapitel in der Historie, kann diese aber deutlich von den Chancen der modernen Depressionstherapie trennen, die ihm möglicherweise das Leben gerettet hat. Man muss ja auch sehen, dass 2/3 der Suizide in Deutschland Folgen von schweren Depressionen sind. Es ist eine Krankheit, die auch tödlich enden kann. Die Stiftung Deutsche Depressionshilfe und deren Vorsitzender Professor Dr. Ulrich Hegel appellieren, Depression als lebensbedrohliche, ernsthafte Erkrankung anzusehen, die die Lebenserwartung um durchschnittlich 10 Jahre verkürzt, aber gut behandelbar ist. Die Antidepressiva sind ein Segen für sehr, sehr viele Menschen mit Depressionen. Während Professor Dr. Ulrich Hegel computergestützte Begleitprogramme für Patienten entwickelt und die Theorie verfolgt, dass Depressive unter Dauerstress leiden, der sie am Schlafen hindert, zähmt Alexander Wendt weiterhin sein Miststück. Mit Erfolg. Wenn wir jetzt bitte jemand den hergestellten Zustand konservieren könnte. Hans im Glück handelt doch eigentlich von einer erfolgreichen Depressionsbekämpfung. Hat das schon mal jemand festgestellt? Im Zeitzeichen erinnerte Susanne Rabsal an die Vorstellung des ersten Antidepressivums am 6. September 1957. Redaktion Ronald Feisel.